Du bist umgezogen oder hast dir einen neuen Kühlschrank so wie ich zugelegt? In diesem Video werde ich erklären, warum du diesen nicht gleich anschließen solltest. Der Grund, warum du den Kühlschrank noch nicht anschließen solltest, ist relativ simpel. Auf der Rückseite dieses tollen Kraftstück befinden sich zwei Komponenten, die entscheidend sind. Zum einen ist der Kompressor da, zum anderen der Kühlmittel. Kühlmittel, kann ich kurz und knapp sagen, ist relativ zäh und deswegen dauert das Ganze, bis es wieder runtersackt zum Kompressor. Kommt zum Kompressor. Das ist das Entscheidende, auch das Herzstück des Kühlschranks. Und dieser würde kaputt gehen, würde unten beim Kompressor keine Kühlflüssigkeit sein, was er in den Schwung bringen kann. Deswegen hier an dieser Stelle ist es wichtig, dass du, wenn du den Kühlschrank zur neuen Wohnung gebracht hast oder einen neuen Kühlschrank bekommen hast, dass du hier an dieser Stelle das Ganze erstmal aufrecht hinstellst. Und hier gibt es dann die Tabelle dazu, wie lange du ungefähr achten solltest, bis du den anmachen kannst. Es gab eine Faustformel von älteren Modellen, wo man gesagt hat, mindestens 24 Stunden sollte er stehen. Das hat sich durch die neueren Modelle natürlich geändert und damit hat sich auch die Wartezeit natürlich verkürzt. Und ja, ich hoffe, diese Video hat das Ganze geholfen. Lass mir ein Like da, vergessen zu abonnieren und eine Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, The Code 99, verpasst. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.